Wir befinden uns hier in Kirchheim-Unterteck in der Einsteinstraße. Hier kam es zu einem Schwelbrand in einem Altenheim. Ja, beim Eintreffen des Rettungsdienstes wurden von der Feuerwehr die Bewohner evakuiert und hier vor dem Gebäude gesammelt. Wir haben diese Personen dann gesichtet, ärztlich untersucht. Die Personen wurden von dem Rauch überrascht, aber relativ schnell durch die Pflegekräfte ins Freie gebracht. Wir haben sie dann ärztlich untersucht und mussten infolgedessen 2 zur weiteren Behandlung in die Klinik transportieren. Ja, bei einer Meldung Brand im Altenheim wird der Rettungsdienst mit einem Großaufgebot alarmiert, weil man weiß ja nie, wie viele Leute direkt in diesem Altenheim direkt betroffen sind, sodass man vorsorglich lieber mit einer größeren Anzahl an Rettungskräften ausrückt. Der Rettungsdienst war insgesamt mit 80 Einsatzkräften vor Ort, darunter 3 Notärzten und 2 Schnelleinsatzgruppen.